Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros im schweren Modus. Ich befinde mich ja gerade mitten in einem Kampf im Somnambwald und hatte jetzt endlich mal Glück, denn wir können schon im Hintergrund erkennen, der Hintergrundgegner ist aufgetaucht, den ich schon so lange gesucht habe, und es ist ein Kisonodon R, also eine schwierige Version von den Kisonodons, die wir schon auf dem Pyjama-Gipfel getroffen haben. Und die haben es ganz schön in sich, also das wird jetzt verdammt schwierig. Ich will es jetzt schaffen, seinen Attacken auszuweichen, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, weil der ist echt richtig gut. Aber erstmal darf Luigi angreifen. Ich will ihn natürlich noch nicht töten. Deswegen benutze ich vielleicht erstmal eine Brossblume, oder? Weil die ist nicht ganz so stark. Weil ich weiß nicht, ob eine Traumaschleuder ihn schon tötet. Und also ich nehme jetzt erstmal eine Feuerblume, das glaube ich besser. Weil damit kann ich ihm schon mal einiges an Schaden machen. Weil ich will auf jeden Fall nur, dass er ein einziges Mal angreift, weil seine Angriffe sind echt sowas von stark, und wir müssen auch ein bisschen Glück haben, dass es der richtige ist, weil zum Beispiel der Felsangriff von ihm mit den Steinen, den finde ich unmöglich auszuweichen oder zu kontern, das geht in meinen Augen nicht. Aber der andere mit dem Flammenwurf, der ist noch okay. Und der macht natürlich den mit den Felsen. Ja, das wird nix. Kann euch jetzt schon sagen, aber ich gebe mein Bestes. Ja, getroffen. Das ist so, ja, das ist so unfair einfach nur. Man hat einfach kaum Reaktionszeit da. Und dadurch habe ich jetzt schon verschissen. Denn wir wurden einmal getroffen und kriegen deswegen die Bonusaufgabe ohne Schäden gegen den Bestandenen nicht hin. Ja. Ziemlich blöd. Das heißt für mich, ich muss nochmal in einen neuen Kampf rein und euch nochmal zeigen, wie ich gegen ihn kämpfe. Und diesmal hoffentlich es auch schaffe, ohne getroffen zu werden. Mann, ey. Also bis gleich. Okay, da ist ja schon wieder einer. Mann, ey, das ist echt so blöd. Also ich finde wirklich diese Luigi, Luigi, Luigi. Ich finde wirklich diese Felsattacke von ihm. Fuck. Die ist sowas von mega schwierig zu kontern oder auszuweichen. Ich habe keine Ahnung, wie man das realistischerweise hinbekommen soll. Also wirklich, weil das ist verdammt, verdammt schwierig, finde ich. Jetzt darf der nochmal angreifen wegen dem Blitz. Ja, nee, ist klar. Hör doch auf zu nerven. Und lass mich auf den Kisonodon gehen. Mann, hört doch auf zu nerven. Ich will doch. Mann! Dürfen die jetzt auch noch. Natürlich dürfen die auch nochmal angreifen. Luigi, Mario, Luigi. Und diesmal bitte keinen töten. Luigi, Mario. Und Luigi. Okay. Aber selbst wenn er den Flammenwurfangriff macht, bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil bei dem weiß ich nämlich auch nicht mehr genau, wie bestimmt wird, wen er angreift. Also ob er auf Mario oder auf Luigi zuerst geht. Und da bin ich mir dann auch nicht ganz sicher. Also egal, was er macht, das ist alles Kacke. Leider. Mann, ey. So, und gerade eben ist er ja relativ schnell gestorben, schon durch das Kontern. Deswegen mache ich jetzt mal nur einen normalen Sprungangriff und keine Spezialattacke mehr, weil nicht, dass die dann mit zu vielen tollen Treffern ihn killt oder so. So, was macht er? Flammenwurf, okay. Nein, nein! Oh Gott, oh Gott! Ah, ich dachte eigentlich, ich wurde getroffen. Ich dachte eigentlich, ich wurde getroffen. Aber wurde ich doch nicht. Okay, jetzt töten. Einfach nur töten. Mit, ja, ein Bomben-Derby müsste ausreichen. Oh mein Gott, war das jetzt knapp. Und dadurch müssten wir jetzt eigentlich die Bonusaufgabe erfüllt haben. Ich will euch eigentlich auch noch den anderen Hintergrundgegner zeigen, der hier noch kommen kann. Aber da habe ich. Na, jetzt stirb halt. Da habe ich aber bisher irgendwie kein Glück gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich den euch jetzt dann gleich noch zeigen werde. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich will jetzt dann erstmal noch in die Kampfarena gehen und nochmal einen Riesenkampf machen. Aber ich werde euch, wenn es geht, den vielleicht nochmal irgendwie am Ende zeigen, wenn ich nochmal alle noch übrigen Nebenquests mache, dass ich euch da nochmal zeige, was hier noch für ein Hintergrundgegner kommen kann. Den haben wir ja schon mal gesehen. Das ist so ein Bandit mit einem goldenen Ei. Aber ich weiß nicht mehr genau, was der kann. Also, der, ja, der bringt wahrscheinlich irgendwie viel Geld oder sowas, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was da war. Und ich möchte es aber schon auch selber nochmal wissen. Deswegen werde ich euch das bestimmt nochmal irgendwann zeigen, aber jetzt wahrscheinlich eher nicht, denn jetzt möchte ich erstmal zur Kampfarena und noch einen Riesenbosskampf machen und da werden wir uns demnach auch gleich sehen. So, zurück in der Kampfarena und der Bildschirm ist für euch schon wieder gedreht und das kann natürlich nur eine Sache bedeuten, denn wir machen jetzt noch einen weiteren Riesenbosskampf. Und dann in der zweiten Hälfte des Parts möchte ich aber noch zu Bowsers neuer Festung aufbrechen, zum letzten Gebiet in diesem Spiel und mal gucken, wie wir uns dann da schlagen werden. So, und zwar möchte ich gegen Turmwach X spielen, denn gegen den haben wir immer noch nicht den Riesenbosskampf hier in der Kampfarena gemacht. Und mal schauen, wie es jetzt so laufen wird. So, ab jetzt ist alles richtig rum für euch. Und dann würde ich sagen, los geht's. Aber die Riesenbosskämpfe sind ja eh immer ziemlich episch und deswegen freue ich mich da wieder drauf. Natürlich auch wieder mit epischer Mucke. Ich überspringe, aber wir wissen ja, dass wir ihn nach hinten in den See lupfen sollten. Am besten natürlich mit dem Hammerhaken. Bam! Und dann jetzt dann gleich erstmal ordentlich ihm eine draufklatschen und so richtig schön viel Schaden reinhauen.
Okay. Dann komm mal her, mein Lieber. Bam, 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 bam. Na, verdammt, verdammt, verdammt. Na, ich muss den ein paar Mal ein bisschen absetzen. Aber ist nicht ganz so schlimm, ist trotzdem sehr viel Schaden. Und. Exzellent! Sehr schön. Okay, schon mal wirklich einiges an Schaden gemacht. So gefällt mir das. Ich glaube, wenn ich es gerade eben richtig gesehen habe, haben wir insgesamt 10 Runden Zeit. Was eigentlich genügend sein müsste, damit wir das hinkriegen. Also 10 Runden müssten, glaube ich, schon passen. Aber schauen wir erstmal. Okay, erstmal wieder die Panzerung. Also für diese Panzerung braucht man ja noch gar nicht unbedingt den Dingensis, den Schraubstampfer. Aber ich benutze ihn trotzdem. Einfach weil er ein bisschen mehr Schaden macht als der normale Sprung. So, wieder schön wirbeln. Was ja wieder gar nicht so einfach ist. Okay, wieder im Uhrzeigersinn, dann ist das letzte wahrscheinlich gegen. Ja. Auch wenn ich gegen nicht ganz so gerne mag, trotzdem exzellent. Perfekt. Bam! Sehr schön. Du, 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 du. Oh, die Musik ist so cool. Okay, er darf angreifen. Und zwar greift er wie an. Mit der Attacke, okay. Kann er gerne machen. So, also schön alle Dinger treffen und dann ganz am Ende seinen eigenen Kopf. So, okay. Puh. Und nimm das! Sehr schön. Ja, wir haben ihm jetzt wirklich schon einiges an Schaden machen können. Also ich finde eigentlich von allen Riesenbosskämpfen, rein von der Kampfarena her gesprochen, ist er der einfachste. Glaube ich zumindest. Bei ihm habe ich zumindest so das Gefühl, die meisten Runden zur Verfügung hat, um es zu schaffen. Weil bei allen anderen sind irgendwie die Rundenanzahlen ziemlich böse, teilweise. Bei ihm finde ich es aber voll okay eigentlich. Okay, er landet aber noch nicht im See. Wir müssen ihn noch ein weiteres Mal treffen, aber erstmal darf er wieder angreifen. Und zwar greift er wie an? Ah, mit der Attacke, okay. Da muss ich wieder meinen Hammerhaken einsetzen, weil die gelben will ich ja auf jeden Fall treffen. So. Und zack. Nun super. Okay, aber ist ja völlig egal bei der Attacke zum Glück. So, grün war springen und rot war ducken. Ducken und ducken und springen und ducken und springen. Sehr schön. Okay. Mario ist wieder bereit und dann gibt es jetzt noch einen Hammerhaken, damit wir ihn wieder in den See bekommen und dann wieder richtig schön ihm eine draufklatschen können. Und zack, exzellent! Und hoffentlich wird es jetzt dann auch gleich wieder ein Exzellent und ich kann wieder schön ordentlich viel Schaden machen. Also bei der Attacke kann man echt richtig schön viel Schaden machen. So. Boah, und diesmal sogar komplett ohne Absetzen, also ohne Pause. Die dauerhaft draufgehauen, sehr schön. Das war jetzt richtig viel Schaden. Und BAM! Nice. Also wir müssten schon hinkriegen, glaube ich. Weil wir müssen ihn ja immer zweimal treffen. Mit dem Hammerhaken, also abgesehen am Anfang, aber danach muss man ihn immer zweimal treffen, um ihn in den See zu bekommen. Und währenddessen machen wir ihm ja beim Kontern seiner ganzen Attacken auch schon ziemlich viel Schaden. Und wenn er dann nochmal im See gelandet ist, dann können wir ihm den Rest geben. Also wir müssten es, glaube ich, schon schaffen in 10 Runden. Ich denke schon. Okay, jetzt kommt seine Panzerform. Und jetzt müssen wir ja sogar den Schraubstampfer benutzen. Also legen wir mal los. Okay. Wieder im Uhrzeigersinn. Okay, ist mir recht. Gut. Dann gegen. Super. Und im. Exzellent. Bam. Oh, das ist so schön. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die Riesenbosskämpfe so ein bisschen mag? Hab ich das schon mal erwähnt? So ein oder zweimal? Ich weiß ja nicht sicher. Okay, was kommt jetzt für eine Attacke? Ich hoffe, er macht die Ballattacke, weil die ist ja ganz schön, um ihn auch so ein bisschen zurückzudrängen. Aber ich glaube, er macht was anderes. Wir schauen mal. Er macht, glaube ich, wieder diese, oder? Nee, das ist doch nicht der Ball. Verdammt, das ist wieder die Attacke. Ja, die finde ich ziemlich blöd, weil die kostet mich eine komplette Runde, in der ich nichts machen kann und ihm auch keinen Schaden zufügen kann. Also das ist mir von all seinen Attacken die unliebste, sag ich mal. Alle anderen finde ich besser. Okay. Springen. Und ducken. Ja, er wird wahrscheinlich gleich noch seine Hammerattacke machen, wo ich ja beim eigentlichen Kampf gegen ihn ziemlich versagt habe. Ich hoffe, dass ich das diesmal besser hinbekommen werde. Okay, nochmal Hammerhaken. Also es wird, glaube ich, sogar doch einigermaßen eng. Vom Schaden her, aber wir müssten es trotzdem schaffen. So, jetzt kommt die Hammerattacke, oder? Ja, yep, okay. So. Ausweichen oder zuschlagen? Zuschlagen. Okay. Und ausweichen. Nein, ich hab da noch unten gedrückt. So, okay.
Und bam. Sehr schön. Und bam. Okay. Nochmal ausweichen und jetzt wahrscheinlich das letzte Mal. Yep. Zack. Sehr schön. Okay. Er ist wieder ganz schön weit hinten. Jetzt noch einmal mit dem Hammerhaken draufhauen. In den See zurückdrängen und dann könnte es vielleicht schon reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sogar sein, dass er danach noch ein paar Leben übrig hat. Aber ich kann ja danach dann nochmal mit meiner Spezialattacke mit dem Schraubstampfer angreifen. Und dann müsste es spätestens reichen. Also wir werden es schaffen. Vielleicht jetzt nicht sofort in der Runde, aber dann in der nächsten auf jeden Fall. Ich muss halt aber jetzt schon einiges an Schaden machen. Ja, nein, 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 was tue ich denn? Nein, und fuck! Und er kommt sofort wieder raus und... Nein, ich hab doch! Ich hab das so gut gemacht, wie ich konnte. Nein! Nur weil ich ihn jetzt nicht mehr zurückschlagen konnte. Ey, wenn wir jetzt deswegen failen, dann raste ich aus. Aber es sieht, glaube ich, tatsächlich ganz so aus. Ey, wie dumm ist das denn? Ernsthaft? Nur deswegen? So eine blöde Scheiße. Mann, warum? Das ist ja mega dumm. Warum habe ich das... Ich habe das bisher immer hinbekommen. Und natürlich jetzt in der wichtigsten Situation habe ich es nicht hinbekommen. Das ist auch so typisch wieder. Ich könnte so ausrasten, ganz ehrlich. Weil das würde jetzt nämlich nicht ganz ausreichen. Selbst mit einem Exzellent. Hier kriege ich natürlich einen Exzellent hin. Aber das reicht nicht ganz. Er hat jetzt noch einen Strich oder so. Es kommt drauf an, was er jetzt für eine Attacke macht. Wenn er jetzt eine Attacke macht, die ich kontern kann, dann schaffen wir es, glaube ich, noch. Aber ansonsten nicht. Boah, ist das dumm. Was kommt denn jetzt? Die Ballattacke, okay. Die kann ich kontern. Also wir haben noch Chancen, aber das ist so behindert schon wieder. So. Und Sprung. Okay. Und in ihn rein. Wartet. Jetzt. Bam. Okay, das müsste jetzt ausreichen. Ja, das reicht diesmal. Und er geht sogar nochmal ins Wasser. Perfekt, okay. Dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Aber das war ja echt... Warum habe ich das gerade eben nicht hinbekommen? Wie dumm. Hä? Jetzt wieder nicht. Keine Ahnung, was jetzt gerade mit mir los ist. Jetzt bin ich gerade echt schlecht. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Also genau das meine ich, ihr seht es ja. Ich habe ziemlich verschissen. Und trotzdem haben wir ihn locker, also wirklich mega locker killen können. Deswegen finde ich wirklich, dass der Kampf rein von der Kampfarena her gesprochen der einfachste ist. Okay, er taumelt schon. Und dann wollen wir ihm doch mal mit dem Brüderfinish den Rest geben, oder? Ich wäre dafür. Mario anscheinend auch. Und dann legen wir doch mal los. Und Traumbert ist auch dafür. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ich weiß doch. Ich habe jetzt schon so viele Riesenbosskämpfe gemacht, Traumbert. Ich weiß langsam, wie der Hase läuft. Okay. Ja, und dann haben wir eben noch für den zweiten Teil des Parts schön viel Zeit, um in Bosses neuer Festung so ein bisschen anzufangen. Und uns schon mal die ganzen Gegner anzugucken, die da auf uns warten werden. Die werden auch ziemlich asozial, die Gegner in Bosses neuer Festung im letzten Gebiet. Aber ist ja auch irgendwie zu erwarten, denn es ist ja, wie gesagt, das letzte Gebiet. So, ein Exzellent hätte ich noch gerne. Ist zwar völlig egal, aber ich will trotzdem eins. Einfach weil... Yeah! Exzellent! Okay. Puh. Also mir ist jetzt am Ende echt ein bisschen die Düse gegangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben es ja immerhin noch rumreißen können. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Bildschirm richtig rum ist und ich mich schon vor Bowsers neue Festung hingestellt habe. Also, bis gleich. Seid ihr bereit für das letzte und finale Gebiet des Spiels? Also ich bin es auf jeden Fall. Auf geht's in Bowsers neue Festung. Ich bin schon sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Es sieht gleich mal schon der Eingang ziemlich episch aus mit diesen Bowser-Statuen hier am Rand. Und es wird natürlich auch ziemlich schwierig werden, aber das ist ja auch irgendwie logisch. Ah, das fühlt sich toll an, die drei Lappen schon wieder. Naja, die Festung ist abgestürzt. Aber Bowser hat anscheinend absolut nichts aus der Ruhe gebracht. Ist ja auch egal. An diesen Ranken abzuhängen ist einfach super. Langsam löst sich sogar meine Verspannung. Frage mich allerdings, was das für Ranken sind. Ich meine, sie sind fantastisch und so, aber trotzdem. Stimmt, mir kommen sie auch verdächtig vor. Da fragt man sich doch glatt, was für eine Energie durch diese Ranken fließt. Kommt mir auch sehr komisch vor. Vergiss es, wir sind einfache Schergen am Ende der Befehlskette. Da gibt's eine Menge Sachen, die wir gar nicht wissen müssen. Ha, genau. Nichts als einfache Schergen. Die Elitegarde fehlt mir allerdings schon ein bisschen. War eine gute Zeit, ach. Mario! Eindringlinge in der Festung. Skandal! Hört mal, wir wischen hier zwar nur den Boden, aber heute wischen wir ihn mit euch. Alles klar, Männer. Es ist soweit. Zeit für die Spezialattacke. Schneller! Taktischer!
Rückzug! Und ihr seid solche L Oberlappen, hey, das ist heftig. Dass die überhaupt noch in den Spiegel schauen können. Ich sollte unsere Feinde nicht bewundern, aber diese Geschwindigkeit ist schon beeindruckend. Jetzt, da wir innerhalb der Mauern sind, werden wir sicher auch auf viele Wachen treffen. Mario, Luigi, tief durchatmen. Findet euer inneres Gleichgewicht. Unser inneres Gleichgewicht finden. Wir hauen einfach alle kaputt, die es hier gibt, ganz einfach. So, aber erstmal speichern, weil speichern ist nie verkehrt. So. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch super tolle Ausrüstung wegen dem Goldladen und wegen unserem Rang 40. Deswegen sollten wir das eigentlich schon hinbekommen. So, was haben wir hier? Schergen, um den Käfigschalter zu aktivieren, müsst ihr wirklich hochspringen. Aber lasst den Käfig nicht offen, sonst wird Bowser schrecklich wütend. Dann wollen wir doch Bowser mal schrecklich wütend machen. So, den Schalter aktivieren mit dem Prallball und dann kommen wir hier weiter. Dödödödüm. Ja, war jetzt nicht wirklich schwierig. Aber, also Bowsers neue Festung ist echt ein richtig cooles Gebiet. Ich finde, es ist das coolste Gebiet im Spiel, weil es gibt richtig starke Gegner. Es gibt viele verwinkelte Pfade, es ist groß, das Gebiet, es gibt viel zu sehen, viel zu tun, viele Bonusräume mit Extras. Also, Bowsers neue Festung ist echt toll. Seid herzlich willkommen in Bowsers neuer Festung, Kamek. Was willst du hier? Und ihr seid wirklich den ganzen Weg hierher gekommen, nur um kräftig versohlt zu werden? Na gut, na gut. Wie ihr die Festung auf den Boden gezwungen habt, war schon beeindruckend, aber nur ein Glückstreffer. Und bald werdet ihr merken, dass sich eure Situation dadurch nicht wirklich verbessert hat. Kamek, was tust du? Okay, er macht irgendeinen faulen Zauber. Was hat das zu bedeuten? Hoppla, ich fürchte, mir sind die Wege von Raum zu Raum ein wenig durcheinander geraten. Jetzt müsst ihr wohl für den Rest eurer erbärmlichen Tage hier herumwandern. Kamek, folge mir! Und dann Tasmus schon wieder der Spinner. Und schaut mal, er kann selber Traumportale erzeugen. Ich bin der Einzige, der euch den Weg nach draußen zeigen kann, aber ihr werdet mich nicht fangen. Denkt hier drinnen einfach mal darüber nach, ob es wirklich klug war, König Bowsers Zorn auf euch zu ziehen. Lauter verrückte Spinner hier. Wahnsinn. Und schon ist dieser Besenheini in die Traumwelt abgehauen. Wir müssen irgendwie versuchen, diese Traumzone da zu erreichen. Wenn Luigi sich dort schlafen legt, dann können wir Kamek erwischen. Davor sollten wir aber irgendwie diesen Käfig aus dem Weg räumen. Ich wette, hier gibt es irgendwo einen Schalter. Und Kameraschwenk auf diese Tür. Das hat bestimmt nichts damit zu tun. Okay. Antasma kann selber Traumportale erzeugen. Auch ziemlich heftig, oder? Und bevor wir jetzt irgendwelche random Wege entlang gehen, kämpfen wir erstmal gegen Feuerbrüder. Und die sind auch gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was die so drauf haben. Erstmal nur gegen zwei, okay. Ich benutze, glaube ich, erstmal gleich einen Geisterkeks. Ich habe mich wieder mit Geisterkeksen eingedeckt, damit wir die im letzten Gebiet schön aufbrauchen können, um die ganzen Angriffe der Gegner zu sehen. So, je nachdem, in welcher Hand er es hält, oder nicht in welcher Hand, aber je nachdem, was von ihm zu sehen ist, Rücken oder Bauch, greift er halt den entsprechenden an. Wenn, ja, fuck. Wenn der Bauch zu sehen ist, greift er Luigi an. Wenn der Rücken zu sehen ist, greift er Mario an. Und was der Angriff zu bedeuten hat, das sehen wir gleich noch. Die kommen nämlich jetzt runter, diese Dinger. Die kommen nämlich immer ein bisschen zeitversetzt. Verdammt. Nämlich immer erst eine Runde später. Und das ist das Fiese an den Gegnern. Was tue ich da? Ich bin richtig schlecht. Die können auch dann noch kommen. Nein, was mache ich denn? Boah, bin ich kacke! Mann! Die Angriffe können auch dann noch runterkommen von den Viechern, wenn sie schon tot sind, was relativ böse ist. Und ich will jetzt mal meinen neuen Orden ausprobieren. Kann alle Gegner in Pilze artabhängig von Münzen in ihrem Besitz verwandeln? Klappt das bei denen auch? Ja, bei einem, okay. Ultrapilz haben wir bekommen von dem, alles klar. Okay, also ja, ist ein ganz netter Orden eigentlich. Und gleich werde ich dann nochmal versuchen, gegen die zu kämpfen und dann natürlich auch ohne selbst getroffen zu werden, weil das war jetzt schon ziemlich erbärmlich von mir. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt irgendwas machen. Was habe ich gerade bekommen? Moment. Ich wollte doch gerade irgendwas machen. Achso, ja genau, ich wollte bei der Bonusaufgabe gucken, richtig. So, und zwar. Also einmal paar Attacke 10, erhalte bei Angriffen mit dem Eiertanz mindestens einmal ein Exzellent, das haben wir auch noch nicht geschafft. Zehnfach Exzellent in Bowsers neuer Festung. Zehnmal ausgewichen in Bowsers neuer Festung und ohne Schäden gegen die Feuerbrüder. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal weiter. Was hier noch so ist. Also ich glaube, Gegner gibt es jetzt hier erstmal keine mehr in dem Gebiet. Da oben ist aber ein Block. Und da möchte ich kurz hin. Nämlich, ein Kamek-Block, genau. Und der zeigt mir an, wo die Wege entlang gehen.
Wenn ich also durch diese Tür hier mit dem Dreieck entlang gehe, dann komme ich auch da oben bei dem Dreieck wieder raus. Also das sind eigentlich ganz gute Sachen, die man hier auf jeden Fall benutzen sollte, um sich eben merken zu können, wo welcher Ort hinführt. Und übrigens ein Attackenfragment können wir auch erkennen auf der Karte. Das ist nämlich hier in dem Käfig eingesperrt. Da kommen wir aber leider noch nicht hin. So, und hier ist noch ein neuer Gegner, nämlich so ein Viech. Es sieht aus wie ein, ja keine Ahnung, Antasma-Roboter oder so. Sieht auf jeden Fall nicht gerade hübsch aus, das Viech. Und er hat hier so einen Flammenwurf drauf. Und da muss man halt im richtigen Moment mit den, fuck, mit den Charakteren springen. Aber der Angriff ist auch ziemlich schwierig. Also ich finde, alle Gegner hier in Borsos neuer Festung haben sehr, sehr starke und schwierige Angriffe. Deswegen wird es auch echt nicht einfach, hier überhaupt die Bonusaufgaben erfüllen zu können. So, bei dem Angriff. Ja, fuck, falsch. Der Angriff ist auch mega böse von ihm. Also er dreht sich einmal in normaler Geschwindigkeit oder zweimal. Und dann zieht er entweder seine Flügel ein. Oder er fährt sie aus. Wenn er die Flügel einzieht, dann wird er schneller. Und wenn er sie ausfährt, dann wird er langsamer. Und man muss. Fuck, ich bin so schlecht. Und ganz am Ende, wenn er sich genügend gedreht hat, greift er dann nochmal den anderen Gegner an. Also der Angriff ist sowas von böse und fies einfach nur. Das ist echt heftig. Also hier 10-mal auszuweichen ist echt richtig, richtig schwierig. Ich weiß gar nicht genau, bei welchem Gegner ich das überhaupt hinbekommen will. Also ob ich das bei diesem Antasma-Roboter machen will oder bei dem Feuerbruder oder bei noch einem anderen Gegner, der später kommt. Also egal gegen wen man hier kämpft, alle Gegner sind echt mega ultra stark, aber das ist ja auch gut so. So, wir gehen jetzt erstmal durch diese Tür hier, denn das sollten wir ja hingehen. Hat uns die Kamera zumindest gezeigt. So, Feuerbruder. Und diesmal will ich bitte gegen den kämpfen, ohne getroffen zu werden. Okay, werde ich ja wohl schaffen. So, erstmal greift Mario an und tötet schon mal einen. So, sehr schön. Und er greift, Mario, Mario, Mario. Okay, gut. Ja, wenn man sich einigermaßen darauf vorbereitet, dann ist es nicht so schwierig. Dann kann man das schon ganz gut ausweichen. Und bam! Boah, das mit dem dreimal Springen ist schon ziemlich nice. Ohne Schäden 52 gegen die Feuerbrüder und 5 Punkte auf unser Konto. Sehr schön. Genau, jetzt weiß ich wieder. Vorhin wollte ich nämlich was anderes machen. Vorhin wollte ich gar nicht auf die Bonusaufgaben gucken, sondern meine Orden ändern. Und zwar. Jetzt warte mal, also die hier habe ich euch schon alle gezeigt, mit dem Blitz auch und mit dem Dingens ist glaube ich auch, also auf jeden Fall die wichtigen zumindest, die interessanten. Ja, und der hier, den will ich nicht nehmen. Und ja, obwohl. Oder warte mal, was haben wir denn hier noch alles? Allen Gegnern wird schwindelig, wirkt nicht bei allen Gegnerarten, entfernt alle Statuseffekte, das mit den Pilzen. Tolle Treffer sind temporär noch stärker als sonst, ja, das kann man sich selber denken. Und bei dem hier, kann die KP vollständig regenerieren oder auf 1 reduzieren, Ordenleiste auffüllen oder leeren. 50%ige Chance für alle, dass bei einem Angriff die KP auf 0 reduziert werden. Das ist natürlich auch mega asozial, der Orden. Also ich weiß nicht genau, den will ich eigentlich nicht verwenden. Weil gegen normale Gegner ist der Blödsinn, weil die kill ich eh meistens mit einem Angriff und gegen Bossgegner auch nicht, weil dann sterben entweder wir sofort oder die Bosse sterben sofort. Aber ich will euch ja auch alle Angriffe von den Bossen immer zeigen. Aber ihr könnt euch ja denken, was damit gemeint ist, deswegen lasse ich den mal. Alle kriegen einen Statuseffekt. Steigerung Angriff von allen. Alle erleiden Schaden. Ja, also den Risikoorden, den mag ich echt gar nicht. Also den finde ich Schwachsinn. Aber ich kann euch hier noch ein bisschen was zeigen. Mehr Münzen, mehr Erfahrung. Kopiert einen zufällig gewählten Effekt aus einem Gegenstand von deinem Inventar. Das können wir mal nehmen. Und dann mal demnächst einfach irgendwie einsetzen und mal gucken, was dann passieren wird. So. Was ist jetzt hier? Noch ein Kamerablock. Kamerablock sage ich, ein Kamek-Block. Da gefunden! Das muss der richtige Schalter sein. Aber diese Mauer ist viel zu hoch, da kommen wir echt nicht dran. Nicht mal mit dem Prallball. Aber wir müssen versuchen, einen Weg von der anderen Seite her zu finden. Und los! Okay. Und dieser Block hier zeigt mir an, dass ich, wenn ich hier rausgehe, da wieder hinkomme. Das bringt mir also gar nichts. Das ist also wirklich ja, eine komplette Sackgasse im Prinzip. Denn wenn ich hier durch diese Tür durchgehe, dann komme ich im genau selben Raum wieder raus, nur auf der linken Seite. Also bringt mir das rein gar nichts. Das heißt, der einzige Weg, den wir momentan gehen können, ist entweder der hier oder der auf der rechten Seite. Aber ich gehe erstmal den hier, denn hier wissen wir ja schon, dass wir jetzt dann da oben rauskommen werden. Genau. Und wir haben wieder viele, viele neue Wege, die auch alle irgendwo anders hinführen. Also ihr seht schon, es ist hier wirklich sehr verwirrend alles. Aber genauso mag ich's. So, gegen die Typen, diesmal bitte nicht getroffen werden, wenn es geht. So. Aber die bewegen sich auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit, wie ihr sehen könnt. Also die Angriffe von denen sind echt mega böse, finde ich. So, zack, 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 zack. Nein, ich bin doch gesprungen, Mann. Ihr habt's doch genau gesehen. Ich bin gesprungen. Ich könnte so ausrasten. Ihr behinderten Kackviecher. Ich hasse euch so sehr. Mann. Und wir kriegen die Pflanzerstiefel. Das sind sehr, sehr wichtige und coole Stiefel.
werde ich euch gleich zeigen. Aber, ja, jetzt kriege ich nicht mal ein Exzellent hin, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Wie scheiße bin ich eigentlich gerade? Ja, wenn ich so weitermache, dann können wir die Bonusaufgaben uns abschminken. Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Mann, ich bin so schlecht. Aber das letzte Gebiet, also hier Bosses neue Festung, ist auch wirklich sehr schwierig. Das muss man auch echt so sagen. Okay. Kurz die Pflanzerstiefel anschauen. Es sind sehr, 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 sehr gute Stiefel, wenn ihr eine bestimmte Sache farmen wollt. Denn besiegte Gegner verlieren gelegentlich Bohnen anstelle von Münzen. Und das ist ziemlich episch, denn ihr könnt einfach, die haben sogar eine Grundstärke von 90, also die sind auch verdammt stark. Das heißt, ihr könnt einfach die anziehen und ihr geht in ein, am besten in eine Traumwelt, in irgendeine, wo richtig viele Gegner auf einem Haufen stehen. Zum Beispiel beim Schlummerstrand gegen die Obertraumlinge ist das, glaube ich, ganz gut, weil da kämpfen ja immer gegen Tausende auf einmal. Und dann passiert es halt relativ oft, dass ungefähr so jeder fünfte Gegner oder so anstatt Münzen eine Bohne dalässt. Und dadurch kann man halt echt mega viele Bohnen farmen. Also wenn ihr wirklich Bohnen farmen wollt, euch das Spiel zu schwierig ist und ihr dadurch eure Werte ein bisschen pushen wollt, dann sind die Pflanzerstiefel perfekt für euch. Aber ich werde sie nicht benutzen, weil das wäre ja auch ein bisschen lame, wenn ich einfach hier Bohnen farmen würde. Und deswegen mache ich das nicht. Aber für euch halt ein kleiner Tipp. Wenn ihr das tun wollt, dann sind die Pflanzerstiefel perfekt dafür geeignet. So, ich glaube hier hinten ist noch ein Karmic-Block oder so. Stimmt's? Genau. Und der zeigt mir an, dass ich, wenn ich da rausgehe, hier rauskomme. Okay, alles klar. Werde ich gleich mal entlang gehen. Aber erstmal, übrigens diese Sandböden hier, die sehen ziemlich komisch aus, oder? Das hat aber noch einen Grund, warum die da sind. Aber werden wir schon noch sehen. So, wieder gegen euch. Und diesmal bitte ohne Schäden. Okay, kann doch nicht so schwierig sein. So, der Angriff. Den mag ich aber, der andere ist mir sogar lieber, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Okay, und auf Mario. Oh Gott. Weil manchmal, das habt ihr gerade gesehen, manchmal verändern sie ihre Geschwindigkeit auch gar nicht. Also man muss da echt genau aufpassen, was sie tun. Das ist sehr, sehr böse, finde ich. So, ich will jetzt mal den doppelten Hammerangriff zeigen, weil ich glaube, den habt ihr bisher noch gar nicht gesehen. So, und nochmal. Und bam. Ist schon ziemlich episch, dass man da einfach doppelt und dreifach angreifen darf. Also das ist schon echt eine tolle Sache. Dadurch kann man halt die Gegner locker killen, auch ohne Spezialattacken. Das ist schon echt nice. Okay, haben wir das auch geschafft. Aber bis hin zu 10-fach exzellent und 10-fach ausgewichen ist es noch ein weiter Weg, leider. So, aber ich glaube, das waren jetzt erstmal alle Gegner hier, die gar nicht war. Da ist noch einer, noch ein Feuerbruder. Hallöchen, und komm her. Okay. Ja, gegen die soll es eigentlich kein großes Problem werden, aber jetzt sind schon drei sogar von ihnen. Und ich mache wieder normale Angriffe. Also ich will jetzt keine Paar-Attacken verwenden, weil bin ich zu faul. Ich meine, die sterben ja so auch. So, Luigi, nein, nein, fuck, das war falsch, ich bin so dumm, Mann, Mario, Luigi, 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 nein, das gibt's nicht, ich kann den Angriff einfach nicht, ich finde, die werfen viel zu schnell, also ich weiß zwar, wenn er seinen Bauch zeigt, dann greift er Luigi an und wenn er seinen Rücken zeigt, greift er Mario an, aber die sind mir einfach viel zu schnell, ich blick da nicht durch, was eigentlich ziemlich erbärmlich für mich ist, ich weiß, aber ich blick da einfach nicht durch, ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin da zu dumm. Das sind echt richtig schwierige Angriffe hier. Das ist Wahnsinn. Jeder einzelne Angriff von jedem einzelnen Gegner hier in Bowsers neuer Festung ist richtig übertrieben heftig. Also hier die Bonusaufgaben zu erfüllen ist dermaßen schwierig. Das ist Wahnsinn. Und das, obwohl ich das Spiel jetzt schon zum vierten Mal durchspiele. Ich kann die Angriffe immer noch nicht. Das ist echt schlimm. So, jetzt kann ich ja nochmal üben. Also wenn ich mich ein bisschen währenddessen konzentriere und nicht rede, dann klappt es, glaube ich, schon. Werde ich jetzt gleich mal probieren bei dem Typen hier. Wartet aber erstmal den töten. So, ich bin kurz ruhig. Ja, dann geht's schon. Aber ist halt auch noch relativ schwierig, weil er halt manchmal auch Münzen wirft und die ich natürlich einsammeln will. Also, man muss auf so viel gleichzeitig achten. Erstmal muss man darauf achten, mit wem man springen muss. Und dann muss man noch darauf achten, ob er Münzen oder Feuerbälle wirft. Und man könnte es natürlich hier auch so machen, dass ich, wie bei einigen Attacken, einfach mit beiden gleichzeitig springe und mich damit in Sicherheit bringe. Das Problem ist aber, das klappt hier nicht ganz, denn wenn ich das mache, dann habe ich das Problem, dass dann das Timing nicht ganz stimmt, weil wenn ich mit beiden gleichzeitig springe, dann wird der andere danach getroffen, weil der eben so schnell hintereinander wirft. So, und hier muss ich, glaube ich, mit dem Dingenses durch, mit dem Bohrwirbel-Attacken-Fähigkeit-Gedöns, keine Ahnung, wie das heißt, aber ist ja auch völlig egal. So, nochmal. Also ich kann auch hier außenrum fliegen, wenn ich will. Geht auch. Man kommt hier mit mehreren Möglichkeiten durch. Und das finde ich auch ganz cool hier, dass alle Fähigkeiten nochmal schön genutzt werden. Ich bin doch... Was zum Teufel? Ich war doch drauf.
Dass alle Fähigkeiten nochmal schön genutzt werden. Ach so, der ist höher gelegen. Ach so, okay. Gut. Also sowohl der Prallball als auch der Wirbelsprung als auch der Bohrwirbel-Dingenses werden alle nochmal wunderbar genutzt. Und das finde ich halt echt cool an Bosses neuer Festung. Also sowohl von den Rätseln als auch von den Gegnern als auch von der Verwirrung her. Hier passt einfach alles. Und das ist schon echt cool, finde ich. So, nochmal gegen die Feuerbrüder. Mann, ey. Ah, ich hasse die Viecher so sehr. Okay. Ich versuch's nochmal. So. Achso, jetzt macht er das, okay. Decken auf Luigi. Luigi, Mario, Mario, Mario. Okay. Wir haben jetzt gesehen, der untere hat eben einen Feuerball geworfen und er hat seinen Bauch dabei gezeigt. Das heißt, der Angriff geht auf Luigi. Und der kommt aber jetzt dann erst gleich in der nächsten Runde und der kann auch noch kommen, wenn sie schon tot sind. Und das ist das Böse an ihnen. Zehnfach exzellent bestanden, schön. Muss mir darum schon mal keine Sorgen mehr machen. Also jetzt gleich kommt noch ein Angriff, obwohl sie tot sind. Wartet. Bam. Und das ist halt echt ziemlich, ziemlich fies, finde ich. Es ist schon echt böse, muss ich ehrlich sagen. Boah, und wir kriegen vergleichsweise so wenige Erfahrungspunkte. Also 1000 ist echt gar nichts. Das liegt aber auch daran, dass wir überhaupt gar keine Bonuseffekte mehr haben. Weder die paar Erfahrungshandschuhe plus, noch die Erfahrungsstiefel, noch den Erfahrungsorden. Also gar nichts mehr. Da haben wir ja sogar im Somnambwald mehr Erfahrungspunkte bekommen. Okay, und wieder der Typ hier. Mann, den hasse ich auch so sehr. Und ja, das ist so böse. Das ist so böse. Wenn er seine Flügel vergrößert und dann der. Entschuldigung. Wenn er seine Flügel vergrößert und der Angriff dann langsamer wird, das ist so unfair einfach nur. So, ich mach das jetzt einfach mal. Kopiert einen zufällig gewählten Effekt eines Gegenstands in deinem Inventar. Dann mal los. Ach so, Moment. Ach so, ach, jetzt verstehe ich den Orden erst. Ach so. Ich dachte, es wird irgendein Item genutzt oder so, aber nee, er kopiert einen Ordeneffekt. Ach so. Okay. Alles klar. Er benutzt es einfach nochmal. Passt es? Nö. Nochmal. Immer noch nicht. Mann, so ein Arsch. Ja, okay. Dann stirb halt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das hier für den ersten Part in Bosses neuer Festung. Lief ja bisher noch nicht ganz so gut. Ich hoffe, es wird sich noch bessern bei den Gegnern, dass ich da ein bisschen mehr drauf habe und nicht mehr so sehr am Failen bin. Das werden wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier in Bosses neuer Festung weitergehen wird. Also, bis dann. Ciao.